Hallo und herzlich willkommen zu Evoland mit Rudolf. Oh ja, und mit Karis natürlich. Wir haben neue 3D-Kämpfer. Halte durch, bis die vierte Dimension eintrifft. Oh mein Gott. Wie fucking awesome sieht das denn aus? Rudolf gegen Apidia, Zomba und Zomba. Aber gar kein Problem. Rudolf greift zum Stark an. Und bam, Junge, was für eine Kampfanimation. 28 Damage. Wir machen einen schönen Magiezauber und... Boah, sieht der wunderschön aus oder was? Mehr kann man dazu nicht sagen. Rudolf greift nochmal an. Greift einen Zomba an. Oh mein Gott, Zomba haben viel Life. Aber Zomba macht keinen Schaden oder kein Problem. Denn jetzt greift Karis an. Haut mit dem Stab zu. Oh yeah. Auch Karis ist gut. 22 Damage durch Rudolf. Was für ein Tier. Man kann es nicht einfach sagen. Und Karis greift nochmal an. 10 Damage. Das Zomba ist kaputt. Jo, 320 Kills und 15 DP gewonnen. Wir sind richtig geil. Rudolf hat Stufe 5 erreicht. Den Wert Angriff wieder erhöht. Karis hat Stufe 5 erreicht. Der Wert für Verteidigung wieder erhöht. Oh yeah. Wir sind kämpferisch perfekt ausgerüstet. Wo laufen wir eigentlich gerade? Oh mein Gott, weitere Zufallskämpfe. What the fucking hell? Was ist das denn für eine Kröte? Kein Problem. Ein Atui. Wir greifen als erstes das Zomba an. Oh yeah. Autschi. Erstmal heilen. Und ein weiterer Angriff auf einen Zomba. Bam, das Zomba ist kaputt. Kein Problem. Oh yeah. Die Schildkröte greift uns weiterhin an. Aber das macht uns nichts aus, denn Rudolf ist stark. Und macht das nächste Zomba kaputt. Oh yeah. Oder auch nicht. Erstmal Heilung. Juhu. Rudolf greift das Zomba nochmal an. Ist kaputt. 31 Damage. Gar keine Schnitte für das deine Zomba. Ah, das Atun greift an, aber kein Problem. Jetzt kommt Rudolf. Haut es nieder. 20 Damage. Ein weiterer Heilungsversuch durch Karis. Oh ja, yeah. Wir sind volle Kanne aufgeladen. Rudolf setzt einen weiteren Sprung an. 23 Damage. Aber das Zomba ist gar nicht schlecht. Wir greifen an. Daneben. Oh mein Gott. Könnte es das Ende sein? Aber nein, ist es nicht. Denn Rudolf verteidigt uns alle. 17 Damage. Vielleicht jetzt 18 EP. Wir sind richtig gut. Was irgendeine, wo wir eigentlich hinlaufen müssen? No, keiner hat eine Ahnung. Aber das brauchen wir gar nicht zu wissen. Apidia. 12 Damage, ey. Ohne Spaß. Die machen viel Schaden. Aber Rudolf ist vorbereitet. 35 Schaden. Magie auf uns alle. Heilung. Heilungen. Oh yeah. Rudolf greift weiter an. Denn er verteidigt das Team, während Karis einfach am Heilen ist, weil sie es kann. Ich bin gespannt, wann Mana eingeführt wird. Aber noch gibt es nicht. Einfach weiter angreifen. Simple Rundenkämpfe. Oh ja, ein bisschen heilen. Wie stark Rudolf ist, ey. Rudolf ist ein richtiges Tier. 27 Damage. Er macht's voll out. Und pow. Damit haben wir den Kampf gewonnen. Juhu. Weiter geht's. Oh, kaputte Wälder. Ein weiterer Kampf. Oh mein Gott. Verdammt, wir wurden angegriffen. Aber gar kein Problem. Rudolf gesetzt im Schlag an. Bam. Das Apidia ist kaputt. Oh yeah. Erstmal heilen. Weiter geht's. Der Rest ist Formsache. Zomba und Zomba haben gar keine Schnitte. Sieht ein bisschen aus wie die Viecher aus Mario, aber gar kein Problem. Darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Wir wurden gleich geheilt. Boah, Rudolf ist so geil, ey. Der hat so viel Lebensenergie. Der Bock kann nicht mehr geheilt werden. Bam, ein Zomba greift an, Rudolf greift an. Oh, der Kampf ist beendet. Stufe 6. Da, wir haben was gefunden. Eine Vorgerin. Ach so, wir haben freigestellte vorgerenderte Hintergrund. Eine neue filtertierte Darstellung. Oh yeah. Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristallos, um uns zu retten? Das ist die große Frage. Das können wir natürlich noch nicht beantworten, aber wir werden es herausfinden. Erstmal speichern. Willkommen in Augoi. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte und jetzt schaut es euch bloß an. Denn Mana-Baum schützte einst das ganze Land. Doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Augoi verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Okay. Rudolf macht sich auf den Weg, aber leider können wir in die Häuser nicht rein. Oh mein Gott, wir sind genarzt. Die Stadt scheint leer. Wird geladen. Echt jetzt? Ein Ladebalken? Wer bist du denn? Los, rede mit mir. Onkel! Ist alles in Ordnung? Gib deinen Namen ein. Er heißt... Nicht Sid. Er heißt... Onkel. Oh yeah. Hallo Karis. Endlich seid ihr wieder zu Hause.
Es wird passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Aokai ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und die Klauschwert aus der Moria-Mine. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Oh, und auch Rudolf habe ich hier, um das Schwert zu führen. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Weißt du, wer ist hier? Erinnert total an Sid aus Final Fantasy, weil im Hintergrund ist die Highwind. Gut, Anna. Gut und schön. Aber er braucht das Amulett von Gorn, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälfte gespalten, eines im Heiligen Hain zu finden. Es liegt im Süden von Aokai. Yo, Junge, ich war letzte Woche dort und sah, dass das Fels in der Nähe des Eingangs noch nicht eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um aufzuräumen. Junge, redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Rudolf, könnt ihr die Bomben besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Er findet derweil einen Weg, stärker zu werden. Ihr solltet mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manchen wirksamen Spruch kannte. Ich suche später wieder zu euch. Sucht inzwischen Garen und fragt nach den Bomben. Oh yeah, und so macht sich Rudolf auf den Weg. Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Mitglied verlässt die Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Oh yeah. Na. Yo ey, auch ich war ein Abenteurer wie ihr, doch dann traf mich ein Pfeil. Nun sagen wir, ich konnte eine Weile nicht sitzen. Ich würde euch ja helfen, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. Das hat sich dumm gelaufen, aber gar kein Problem für uns. Redet mal mit Garen, dem glatzköpfigen Gartenspieler, auf dem Markt. Alles klar, werden wir machen. Kein Problem, wir begeben uns zum Markt, wird geladen. Oh mein Gott, eine weitere Tour. Was könnte nur drin sein? Wir haben 3D-HD-Hintergründe freigeschaltet. Wow, einfach nur wow. Bedauere! Da kann ich euch nicht dienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger. Ich lebe schon seit 60 Jahren in Aokai. Und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich mich zurückdenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen. Genau wie in alten Zeiten. Oh mein Gott. Wie dramatisch das doch ist. Wir laden einfach mal ein bisschen den Bildschirm und laufen wieder zurück zum Marktplatz. Mal gucken, was wir dort finden werden. Wird geladen. Wir befinden uns auf dem Marktplatz. Oh yeah. Welcome to Aokai City. Yeah. Spiel gespeichert. Wir laufen nach rechts. Mal gucken, was da zu finden gibt. Wird geladen. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der Heilige Hain im Süden der Verderbnisheim gefallen ist und nicht nur ich schwul rede. No, Sir. Das war ein solch wunderschöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Oh mein Gott, das hört sich sehr schlimm an, aber gar kein Problem, denn Rudolf ist geil, schnell und gut. Wird geladen. Weitere Truhen, was könnte darin sein? Und wir finden ein unruhiges Kind. Es rennt den ganzen Tag lang herum. Oh mein Gott. Halt es auf. 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 Ja. Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Natürlich, wer würde es nicht? Ein Kartenspieler ist freigeschaltet worden. Und der teure Händler. Es gibt immer noch Leute, die von der Krise profitieren. Heutzutage findet man nicht mehr leicht Zubehör. Ich habe dir noch eine günstige, solide Ausrüstung erstanden. Erstmal was verkaufen. Achso, ne, wir wollen jetzt nicht verkaufen. Wir kaufen aber etwas. Und zwar DVD-Plenner. Wir kaufen die Silberrüstung. Verteilung ist erhöht. Oh yeah. Was können wir noch kaufen? Den Phoenix Down. Alles klar. Okay. Gucken wir mal, was wir mit dem Kartenspieler machen können. Warum ist es nur so besessen davon, Sachen in die Luft zu jagen? Wenn ihr für eine richtig nette Party doppelt zwingen, außer seid ihr bei mir Gold richtig. Ja, sicher. Er braucht mindestens 5 Karten. Die könnt ihr suchen oder weitere kaufen. Warum ist es nur besessen davon? Wie viele Karten habe ich denn? Trank, Trank, Trank. 4 Karten habe ich erst. Kaufen. Ich kann mir jetzt keine Karte leisten. Nein! Ich will Doppelzwilling spielen. Ich wollte eine Bombe. Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu den Demacia. Demacia, das ist aus League of Legends.
und habe keins von diesen Dingern aufbewahrt. Er sollte mit unserem Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Augei und seine Bewohner. Oh yeah, ab nach Norden. Und Rudolf geht seines Weges. Wird geladen. Das ist die Krankenschwester. Oh mein Gott, was ist das? Ihr seid auf Bombenhaus. Da redet man mit der verrückten Alten, die dort im Boden wohnt. Sie lagert alles Mögliche im Keller. Nur gut, dass man diese Salbe für schwere Verbrennung gegeben hat. Okay. Da geht's aus der Stadt raus. Gar kein Problem. Wir laufen zurück zum Brunnen und holen die verrückte Alte. Ist das die verrückte Alte? Wird geladen. Oh Gott, jetzt müssen wir über die komplette Spielwelt rennen. Aber so war das früher nun mal. Ich finde geil, dass sie solche nervigen... Also jetzt mal wirklich so genial, dass sie diese nervigen Sachen von früher mit eingebaut haben, die aber dann nachher verschwinden. Also sie sind sich dieser nervigen Sachen tatsächlich bewusst. Oh mein Gott, wir haben die nervige Alte gefunden. Bomben, sagt ihr? Ja, in meinem Keller habe ich welche. Sind schon seit dem Krieg dort, aber ich war fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn sie was für mich tut. Wisst ihr, ein Drache greift das Land an, hier und hinterlässt nichts als weggeholte Erde. Wir müssen diese mächtigen Bestien den Chaos machen. Hilfsoffizier Raylan hatte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Immer das Gleiche mit dem verdammten Lutschern. Naja, machst du nichts. Erstmal zum Dorfeingang zurücklaufen. Da, 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 da. Wir sind geil. Wir laufen durch die Gegend zu Raylan. Der hat den Patrouillendienst. Oh yeah. Und da steht er schon. Der Drache? Tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand mehr gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater, verkohlter Erde. Ich muss den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sich bei den Karatern rumspielen. Wirklich, Kinder so einfach in den Nähe des Drachens zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Sitz. Erstmal zum Haus laufen. Erstmal wieder von einer B laufen. Oh mein Gott, ist das spannend. Rudolf macht sich auf den Weg. Wir haben die Mutter gefunden. Ihr seid nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt. Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller des alten Damen gestohlen haben. Ah, verdammt, die redet ja eher so mir. Wir kommen dieses Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor, yo. Bitte ihnen, euch die Bomben zu geben, yo. Hoffen wir, dass wir euch bis hier aufgehoben sind, yo. Reit immer mit Geld und nimm letztköpfigen Kartenspiel auf dem Markt. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen mehr gibt, yo. Dieses vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Gestaben gestohlen haben, yo. Yo. Ah, ab zum Kind. Oh mein Gott, wir rennen hier die ganze Zeit durch die Gegend. Ist das nervig, aber ist gar kein Problem, denn Rudolf ist ausdauernd gut, schlau und stark. Und so laufen wir wieder zum Brunnen zurück. Durch diese wunderschöne Rinderwelt. Und da sind wir am Brunnen angekommen. Wo ist das geile Kind? Kind! Meine Mutter weiß von den Bomben, das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Karius! Rudolf! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt! Habt ihr die Bomben? Mit Vorsicht zu handeln, Bomben. Yay! Ausgezeichnet! Dann auf nach Süden zum Heiligen Hain! Es gibt keine Zeit zu verlieren! Alles Kleche. So begibt sich Rudolf zum Heiligen Hain. Wird geladen. Und auch mal an der verrückten Alten vorbei. Ne, die verrückte Alte war das gar nicht. Die war irgendwo anders. Aber gar kein Problem. Wir sind Rudolf und wir haben immer recht. Erstmal speichern. Oh ja, Spiel gespeichert. In Sicherheit. Weiter geht's nach draußen. Ab nach Süden zum Heiligen Hain. Oh mein Gott, ein Kampf. Ja, verdammte Scheiße. Ein Adipodia. Aber gar kein Problem. Es greift uns zuerst an. Aber Rudolf ist geil, ist schlau und stark. Und schon haben wir gewonnen. One-Hit-Kill. Sagst du? Oh ja, sag ich. Ein weiterer Kampf gegen zwei Gegner. Samba und Apida. Gar kein Problem. Rudolf greift an. Erstes Apida. Und Snacky Decke 24. Karius kann nur Zauber. X-Kristall. 28 Schaden. Leck mich am Arsch. Ist ja richtig gut mittlerweile. Wir sind im Heiligen Hain angekommen. Achso, ja. Wir sollten die Bomben benutzen. Weg da! Hoho! Oh.
Schnärzel! Oh ja, gar kein Problem. Wir sind Rudolf. Rudolf macht sich weiter auf den Weg. Durch dieses gefährliche Labyrinth aus Gras, Wald und Wuschel. Was ist das denn? Zeitreisen. Treff den Kristall zwischen Marty damals und jetzt zu wechseln. Gibt es einen Grund, warum man das tun sollte? Ach lol, weil man so zwischen Sachen wechseln kann. Aha! Bitte die kleinen Bomben nicht verbrennen. Okay. Cool. Das ist ja geil gemacht. Oh ja, weiter geht's. Rudolf ist geil! Bam! Da, 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 da. Da kommen wir nicht durch, aber gar kein Problem. Dann gehen wir halt hier hin. Wir sind unten. Fick doch die Henne! Aber gar kein Problem, so einfach passiert Rudolf nur einmal. Oh ja, auf zur Truhe. Oh mein Gott! Wo geht's nur lang? Gar kein Problem. Rudolf kennt nicht den Weg, aber wir werden ihn herausfinden. Oh ja, am Rand entlang. Scheint eine sichere Sache zu sein. Okay. Nein, wir wollen erst... Wir wollen jetzt erst die verkackte Truhe finden. Deine Oma. Deine Scheiß-Oma, ich sag es dir. Aber Rudolf ist schlau, schnell und stark. Da kommen wir nicht lang. Okay, gar kein Problem. Hier kommen wir lang. Oh ja, hier kommen wir lang. 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 Hier. 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 Da nicht. Toll. Hier ist doch von vorne anfangen, oder was? Boah, wie dumm kann man eigentlich sein? Ohne Spaß, ey. Aber Rudolf ist nicht dumm. Denn, oh. Okay, Rudolf ist nicht dumm, hab ich gesagt. Rudolf ist schnell, schlau und stark. So, jetzt aber. Können wir eigentlich weiter geradeaus laufen einfach? Können wir auch. Wir können einfach hier den Weg laufen. Können wir nicht. Können wir da lang? Da lang? Da lang? Da? Einer nach unten? Noch einer nach unten? Einer nach rechts? Einer nach unten? Einer nach links? Da geht's nicht weiter. Nach oben? Nach rechts? Nach rechts? Nach unten? Nach unten? Nach links? Ne, nach rechts? Ah, nach rechts? Ja, nach unten? Ja. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Nochmal. Nach oben, nach oben, nach links, nach oben, nach rechts. Alles klar. Rudolf hat einen eigenen Weg. Oh, boah. LOL! Alter! Nervtötendes Geräusch, what the hell? Boah, diesmal hab ich's geschafft. Gott sei Dank habe ich das halbe Herz eingenommen, ey. Das hätte ich mir jetzt nicht die ganze Zeit anhören können. So, jetzt aber. Jetzt machen wir das Ganze in Ruhe. So, nach oben. Ein Stückchen nach oben noch. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Da nicht. Nach rechts. Nach rechts. Nein! Game over. Drück Aktion, zum vierten Bildschirm zurückzukommen. Nein, wir sind gestorben! Wie könnte das so passieren? Wo fahren wir denn jetzt fort? Oh Gott, in der Höhle. Gerade ganz frisch. Alles klar. Jetzt machen wir das aber. So, hier nach rechts. Alter, ohne Spaß, wie schlecht kann man eigentlich sein? Mal ein Abgang. So. Jetzt aber. Hier. Noch ein. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Jetzt nach unten. Nach unten. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Oh yeah. Nach rechts. Nein, nach rechts nicht. Hier. Nach oben. Sonne weiter. Hier nach rechts. Nein. Hier, hier, hier nach rechts, hier nach rechts, ja, hier nach rechts, alles klar, nach oben, nach oben, nach oben. Nach links? Ne, nach links nicht, nach oben. Oh ja. Okay. Truhe, willkommen. Willkommen, Truhe. Sei dir sicher, dass wir dich retten werden. Ha! Endlich geschafft. Wir sind gut. Einen Bogen. Öffne eure Tarn, um zwischen Schwert und Bogen zu wechseln. Hammer geil. Und jetzt?
Jetzt haben wir den Bogen gefunden. Alles klar, können wir jetzt wieder rausgehen? Erstmal auf die Fresse geben. Aber hier kommen wir nicht lang, oder? Ne, da kommen wir echt nicht lang. Aber ich habe eine gute Idee. Schon die ganze Zeit, wir sollen die kleinen Bäume nicht anzünden, oder habe ich das falsch gelesen? Können wir die eigentlich wegpumpen? Ne. Können wir auch nicht. Oh mein Gott! Rudolf ist schwach! Was macht man dann nur? Gar kein Problem. Wir sind verwirrt. Wir sind krass verwirrt, auf mehrfache Art und Weise. Oh yeah. Ja, das ist unser Ding, verwirrt sein. Oh ja, wir könnten einfach mal ein bisschen hier. Verwandlung! Achso. Ah! Uha! Die Zukunft, der kleine Baum wächst in der Gegenwart jetzt nicht mehr. Das ist ja genial. Hoho! Da hat sich das Spiel ja richtig weit einfallen lassen, aber Rudolf ist schlau, schnell und schlank. Deswegen wussten wir das natürlich direkt. Und schon können wir da durchlaufen. Oh yeah. Ja, wie geil ist das denn bitte gewesen? Weiter geht's. Und wieder in der Zeit reisen. So, perfekt. Jetzt holen wir uns die Truhe. Oh mein Gott, Rudolf ist so ein geiles Tier. Oh mein Gott. Da, 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 da. Und wir haben die Truhe gefunden. Okay, wir haben die Truhe noch nicht gefunden. Weil wir dumm sind. Weil wir dumm sind, schnell und stark. Nochmal verwandeln. So, jetzt aber. Oh mein Gott. Da hätte man direkt drauf kommen können. Aber kein Problem. Da, 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 da. Und was finden wir? Ein Stern. Sammeln alle versteckten Sterne in Evoland. Oh yeah, genau, das tun wir auch. Da, 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 da. Da, 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 da. Wo könnte es jetzt weitergehen? Eine gute und berechtigte Frage. Den kriegen wir nicht weggespannt, oder? Nein, kriegen wir nicht. Aber wir könnten dafür sorgen, dass wir die Welt wieder verändern können. Kann ich da jetzt rein? Oh mein Gott, so kann man cheaten. Hoho. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war, aber man könnte es so machen. So wie früher. Immer wenn man irgendwas tötet, ist danach alles wieder da. Oh yeah. War das teilweise nervig. Das muss man einfach echt mal sagen. Das war teilweise echt mega nervig. Da unten geht's weiter. Yeah. Deswegen ab nach unten. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ah, erstmal die Fledermaus wegrotzen. Und? Wir haben einen Stein weggeschoben. Oh ja. Yeah. So, weitere Brücken. Okay, eine nette Brücke kann auch entzücken. Und eine weitere Truhe. Was finden wir da mal drin? Das macht sich gespannt. Und ein weiterer Stern. Oh ja, sind wir alle versteckten Sterne in Evoland.
Na komm, die Bitch. Oh yeah. Mein Gott, ist Rudolf schnell, schlau und stark. Was wussten wir auch schon vorher? Denn Rudolf ist halt Rudolf. Rudolf, der geile Lutscher. Oh mein Gott, wir sind 12-mal gewechselt. Hm. Geile Rätsel. Ich habe jetzt ja gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber gar kein Problem. Wir werden es herausfinden. Und zwar direkt in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein, morgen zu Evolent. Ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet. Mit eurem Bram und natürlich mit Rudolf. Oh yeah.